Ich weiß nicht, ob die anderen jetzt zu sehr quasi im Weg sind. Oder was da genau der Fall ist jetzt. Ha, irritiert mich. Irritiert mich sehr. Ja, das ist klar. Das hat nicht funktioniert. Das war abzusehen. Vor allem die Fässer hier, ne? Dass die so durch die Gegend fliegen die ganze Zeit. Da war doch nicht mehr Ansatz. Da war doch die Rote zuerst dran. Ha. Das ist jetzt ein Standardding jetzt, ne? Das ist noch nicht mal was Besonderes. Oder was ist das jetzt? Das ist übrigens das Goldene. Okay, die Kronen-Dingens. Auch das irritiert mich sehr. Ja, okay. Da war doch jetzt nur das, da war doch nur die Rote dran. Hä? Das war wirklich nur die Rote. Was ist denn da los? Das waren jetzt alle, das ist klar. Und wie soll man das sonst hinbekommen, dass man sie so sehr trennt? So sehr kann man das gar nicht trennen, ohne dass sie alle in den anderen Bereich gehen hier und dann explodieren. Ja, vor allem damit klappt das natürlich nicht. Hä? Verstehe nicht. Ich gehe davon aus, dass es nicht richtig ist. Ich würde behaupten, ich hab das schon gewonnen. Möchte ich einfach mal so. Das ist natürlich Quatsch. Dann machen wir das halt nicht. Dann habe ich keine Ahnung, wie das gehen soll. So. Falls ich das falsch mache, ne, dann ist es natürlich blöd. Aber es fühlt sich an, als ob die. Also es ist ja keine blaue hat es berührt und die rote hat es berührt. Ja, von daher für mich ist das die Bedingung. Wie soll man dann in die Mitte da? Ah, das darf ruhig explodieren, okay. Darf es, ja, es bewegt sich danach nur. Also wird halt dadurch bewegt. An dem Schleim ist egal, ob der explodiert. Faszinierend. Kann man das einfach so hier runterschmeißen? Ja, schade. Auch sehr interessant. Kann man nicht anders sagen. Ob es sehr gut ist, was anderes. Slime, meh. Wie soll ich da denn hinkommen? Panik, ne? Nicht explodieren, okay. Das wäre die nächste Vermutung gewesen. Das war ein bisschen knapp. Das war ein bisschen mehr als nur ein bisschen knapp. Ja, es geht. Wir haben doch die Möglichkeiten. Wir haben die Möglichkeiten. Das oben wird ein bisschen blöd hier. Aha. Die haben wir nicht hetzen lassen, das passt dann schon mal. Wir haben ja keinen Zeitdruck. Doch. Vielleicht ja gleich. Go, go! Jetzt mit Zeitdruck. Nicht explodieren. Au! explodiert es jetzt? Wenn es runterfällt? Ach, schweben wir jetzt alles hier durch die Gegend oder was ist da los? Sieht übrigens sehr bescheuert aus. Das ist schon, okay, das fliegt schon hoch, okay. Ja, das war schlecht. Warum bewegt die sich da oben so? Ich meine, das ist ja lustig, aber. Aber es ist so hinbekommen, dass die sich vom Boden löst, ohne dass die explodiert. Das ist interessant. Wurde, glaube ich, nicht so vorgesehen. Hätte ich einfach mal vermutet. Okay. Die Physik von dem Vieh ist ein bisschen eigensinnig, ne? Falls man das nicht merkt. Warum das hier vorne wird, ey, sehr blöd. Okay. Ist ja fies jetzt hier. Aber was heißt blöd? Das geht sogar. Man hat ja zum Glück, in dem Moment, wo man schlägt, hat man ja zum Glück eine Verlangsamung. Das geht dann. Das ist okay, das war tatsächlich sehr in Ordnung. Irgendwo muss ich hier reinkommen und rankommen.
Oder wie funktioniert das? So, also so ohne weiteres komme ich jetzt nicht ran, ne? Und durch? Oder habe ich irgendwas verpasst? Habe ich irgendwas verpasst? Ne, da hinten komme ich hin. Okay. Vielleicht sind die nur zur Deko hier. Wobei hier links in der Ordnung welche. Ich glaube, also wir haben jetzt 5 Stück, die wir machen müssen. Links sind noch welche, rechts ist auch noch was. Ja, sehr gut. Weil das auch schon für den nächsten Raum zu schälen, zählen scheint. Komm ich da drunter durch? What? Dann weiß ich nicht, wie ich da hinkommen soll. Nein. Okay. Springen kann man nicht, ne? Oder sowas. Langsam hier durch, die bringt, glaube ich, auch nichts. Hä? Es muss doch offensichtlicher sein, wo man hier durch könnte und sollte. Oder habe ich jetzt irgendwie was verpasst? Irgendeine Spielmechanik. Eigentlich die einzige Spielmechanik, die wir hier haben, ist doch einfach, zieh deine Maus irgendwo hin. Mit einem Mausklick und dann lass los. Das ist alles an Spielmechanik. Das ist alles, was man hier in Steuerung hat. Tatsächlich komplett alles. Hä? Ich meine, hier konnte man irgendwo auch mal durch, aber ich... Das wäre Quatsch, wenn man das so genau suchen müsste hier. Vielmehr müsste man auch sehen können, wo irgendwas ist. Oder zumindest genügend Hinweise haben. Wo man dann rein oder rauskommt. Ich gehe mal nach links hier, was es geht. Das geht, okay. Hier sind auch sehr, sehr viele, ne? Sehr, sehr viele an links. Vielleicht muss ich da tatsächlich in diesen Transform-Bereich da rein. Bin ich jetzt eine Säge? Ich bin Sägeblatt, okay, nice. Ist wie bei Half-Life jetzt, bei Half-Life 2. Wenn man da in Ravenholm ist. Also hier gibt deutlich mehr Sinn. Ja, okay, alles klar. Nicht unbedingt schön von der Steuerung, aber es funktioniert zumindest. Ey. Oh. Hat eine gewisse Faszination. Tja. Ich bin mir nicht sicher, ob das so sollte. Welcome to the jungle. Wahrscheinlich jetzt auch ohne Explosion. Ne, mit Paar. Paar. Paar 1. Oh! Stilvoll. Ja, das war okay. War natürlich genauso geplant. Nö, nicht explodieren. Wollen wir irgendwie nicht umkippen, ne? Nicht explodieren hier. Ich geb den gleich nicht explodieren. Ach, ist lustig. Ja, fail. Warum fährt er denn so um da hinten? Wie weit kann ich denn hoch? Halt! Da war meine Maus außerhalb des Bildschirms. Faszinierend. Das war schlecht. Schade. Dass das nicht so weit springt, ne? Das ist ein bisschen blöd. Das war, glaube ich, nicht der schlechteste Move. Das ist sehr knapp. Das geht. Die Frage, ob ich hier ganz rüber und hinkomme, ne? Ha! Ich würde gerne oben ran, glaube ich. Du musst ganz rüber. Oh doch, es geht. Nice. Ey! Successful Slime. Nice. Das war okay. Aber ich kann jetzt auch zurück, ne? Ich habe an einigen anderen Stellen noch, glaube ich, jetzt noch Wald. Nee, warte mal, kann ich jetzt. Bleibe ich so? Dass ich ja noch Waldgeschichten gehabt habe irgendwo? Holz? Dass ich jetzt was abholzen könnte? Golfantrag 82, kein Geld mehr. Sie schnüren, was? Die Schuhe fester? Nee. Was schnüren sie denn? Liebe Bub. Die schnüren uns den Hals zu. Ach so. Immer diese pessimistischen Aussagen hier. Okay.
Ah. Ah. War ich vorher weich gekocht oder was? Easy Egg. Okay. Wie komme ich jetzt von einem Kreissägenblatt auf hartgekochte Eier? Okay, das geht schon mal nicht. Alles klar. Okay. Okay, das ist eine dezent bescheuerte Idee. Möchte ich mal ganz kurz anmerken. Haha, Mist. Ah, es ist auch nichts Neues mit den Ideen. Okay, ich muss quasi bis oben drauf kommen, bis oben rüber. Ja, fast. Ah, ach Mensch. Ah. Was war das denn für eine Aktion hier? Der halbe Millimeter, ja? Man kann sie auch anstellen. Aber wie unförmig so ein Ei ist, wenn es um Rolleigenschaften geht. Ey, Hard Egg. Und jetzt? Ohne das zu kochen, oder was? Trifft die Flagge. Ey, das war sehr gut gezielt. Ist das... Hä? Ist das der... Was soll das sein hier? Ha! Och Mann. Nice, ich muss einfach im Top weiter nach links hier. Für den Griff wäre das zu tief. Das war fast zu weit, ne? Herd Egg. Nee, Head Egg. Ein Head Egg. Kopfschmerz. So. Der Sound ist lustig. Winner, winner. Überhaupt kein Dinner. Der Sound ist lustig. Paar 4. Das war ein großer Vogel. Ey, Chicken Dinner. Ja. Sind wir jetzt bei PUBG angekommen oder was? Hässliches Entlein. Also einer von denen darf... Okay, die Entlein dürfen da also nicht rein. Wie, was? Ach, nur weil der eine verloren gegangen ist oder was? Dürfen die nicht mehr verloren gehen hier? Das ist ja Quatsch. Ey, a Swan. So. So eine relativ sinnfreie, aber sehr lustige Idee. 2 von 3, okay. Aber man kann ihn auch nicht zwischendurch bremsen, ne? Wie Borg. Ist das jetzt Flappy Birds mit extra Ei oder ist das? Ich konzentriere mich nur auf den unteren. Chicken Camp fürs... Ach so. Okay. Also man hat ein Ei und ein Hütchen gehabt. Dann durfte man sich entscheiden, wo man hin will. Jetzt kommt das Egg aber fürs, ne? Weil mit dem Hütchen komme ich da nicht hin. Ah, es geht doch so. Ah, so. Excellent. Faszinierend. Faszinierendes Konzept. Vermöbel das Schaf. Ja. Ich kann auch besser fliegen als ein Schaf. Ich bin ein Vogel. Wake up, Sheep. Wach auf, Schaf. Das war okay. Kann man machen, klar. Ist nur noch die Frage, wer denkt sich sowas aus, ne? Aber ich glaube, die Frage müssen wir uns, glaube ich, nicht so genau stellen. Wir können einfach in die Credits schauen. Ganz am Ende. Achso, stimmt. Verwirrendes Level hier. Sehr verwirrend. Wie wäre das mit verwirrend? So viele Golfbälle. Ja, aha. Bleib drinne. Und wie schön lang die gezogen werden, wenn die so schnell sind. Hallo. Ey. Das war ein bisschen eng. Bisschen sehr eigensinnig. Okay. Paar 0. Ey. Ich habe nicht mehr die Maus bewegt.
Nice. Da bist du blaue Bälle. Ich habe keinen besseren Schimmer. Wie soll man das denn kontrollieren hier? Wie soll denn? Also muss ich warten, bis wir quasi direkt am Eingang sind, oder was? Ja, ja. Ah, nice. Red is in. Das war ein bisschen fies. Das war echt, das war mehr Zufall als tatsächlich sinnvoll. Oh. Genau zwischen beide durch. Was haben wir denn hier? Schneid es jetzt. Es passiert exakt gar nichts. Ah. Das ist schon okay. Trifft er? Trifft er? Trifft er? Nee. Ich muss es nicht so weit machen, ne? Nicht so schnell hier. Das trifft. Ah, verdammt, das trifft nicht. Schön, wie man erstmal verstehen muss, was das Spiel eigentlich von einem möchte. Das ist gar nicht mal so einfach hier. Das ist echt nicht einfach. Ey, das trifft, das trifft. Na, sogar zwei Stück. Sogar zwei. Ey. Trifft die Flagge. Jetzt ist klar, ne? Jetzt mit dem hier, mit dem Pfeil. Dass man erstmal schneiden muss. Aha, es geht um den Pfeil. Boah. Ist klar, dass es nicht passt, aber. Ist ein bisschen fies. Das ist die Frage, wann ich vom Timing her das machen muss. Und das hängt dann auch davon ab, wie sehr ich das dann auslenke. Die Richtung stimmt zumindest, ne? Ah, die Richtung alleine genügt dir nicht. So ein wildes Rumgestreue hier. Ist nicht einfach hier, ist überhaupt nicht einfach. Finde ich persönlich hier, aber ich habe hier Geduld. Ja, das hätte funktionieren können. Ich sehe mir das jetzt echt mit Schwung an. Ey! Tag für Tag, Day by Day. Muss ich auch lohnen. Trifft die Flagge. Ah, oh Gott. Da reicht der Bildschirm kaum für aus, beziehungsweise die Maus. Da kann ich das alles ansammeln hier, ne? Schön. So. Ramp it up. Einfach ganz viele nehmen und drauf kloppen. Das geht dann schon. Okay. Oh Gott. Ah, okay. Muss ich alle nacheinander, muss ich mir den Weg da frei machen. Sind auch viele, die hier nachgeschoben kommen. So. So, geht mal rein. Reuen. So, jetzt bin ich hier unten mal ein bisschen weiter. Hallo? Rechts. Ey. Jungle Balls. Nee, das war mehr Glück als Verstand. Wobei das jener Person auch nicht ganz so kompliziert ist. Wenn das halt mit 20 Sekunden. Schrups. Mehr von euch. Geht weg, ihr. Und alle nach oben. Und das war. Nicht knapp. Ey, das passt. Okay. Einfach ein bisschen draufhauen. Stressballs. Stress. Da trifft die Flagge. Mit Entchen oder was? Oder jetzt doch mit Golfbällen? Wow, okay. Hat eine gewisse Faszination, aber es ist sehr unsinnig. Na, okay, das passt. Weil das
natürlich erstmal das Fass wegmacht. Ja, Nick, bleib drinne, du. Entchen. So. Oh, da ist noch eines. Nice. Da sind sogar zwei. Bleibt, geht hoch hier. Hey, nice. Duck and cover, aber so richtig. Es ist nicht einfach. Aber. Uah. Komm. Au. Au. Halt, geh weg. So. Es muss komisch sein, wenn dann am nächsten Tag hier jemand wieder ins Büro kommt und dann sieht man plötzlich die ganzen. Sieht man plötzlich überall Spuren von Kreissägen an der Wand. Von Kreissägenblättern. Das muss seltsam sein. Habe ich einen noch übersehen, oder was? Okay. Achso, stimmt, das eine habe ich ja nicht, noch nicht vor Dingens hier. Das eine ist ja noch nicht bedeckt vollständig mit einer Krone. Genau. Da ist immer noch kaputt, oder was? Ah, es ist schon freigeschaltet jetzt, okay. Ist schon aktiviert. Jetzt muss ich per Hand zurück. Das geht ja mal gar nicht. Achso. Da habe ich nicht mal so eine Dingsbums-Challenge dann. Dass der Computer mich da anquatschen würde. Computer existiert hier nicht mehr. Oh, was ist hier los? Das ist ein Hai. Ein Rettungsdingens. Ganz viele Eier. Da habe ich nicht mit gerechnet. Überhaupt nicht. Das Geräusch ist auch schön. Das Paddelgeräusch. Warum ist ja immer plötzlich so ein karibischer Strand mitten im Nichts? Mitten in der Fabrik, ich habe keine Ahnung. Ja gut, wir machen das beim nächsten Mal. Das heißt, danke fürs Zuschauen hier bei What the Golf und bis zum nächsten Mal. Da geht es dann weiter, dass wir ein bisschen Sommerbräune kriegen. Adieu.